Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 mit dem duften Typ, der duften Mieze, der duften Tieferpuppe und Vollstrecker, der ist wiederum gerade auf eigener Mission, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das macht aber überhaupt nichts. Wir sind hier gerade in Tempest angekommen oder wie ich es nenne, Rapture. Und wir haben hier ein riesiges Tor, welches wohl scheinbar in unser Ziel darstellen mag. Also denn, gucken wir, was uns hier erwarten tut. Das Tor ist riesig. Man bekommt einen Eindruck, wie die kleinen Pixies sich in unserer Gegenwart fühlen müssen. Dürfte Mieze erkannt. Willkommen im Regierungsviertel von Amaroth. Der Aufzug kann jederzeit betreten werden. Das Gebäude hat dich erkannt? Wie kann das sein? Vergiss nicht, dass Dufte auf Einladung von Emetzel hier ist. Wir waren nicht Gegenstand seiner Einladung, aber dich erwartet er. Und offensichtlich hat er es ernst gemeint. Wohin führt der Aufzug? Der Aufzug steuert jedes Stockwerk des Ankora-Turms an. Doch aufgrund der aktuellen Einstellung werden alle Passagiere direkt zum Erdgeschoss gebracht. Also, was bleibt uns anderes übrig, als es auszuprobieren? Spielen wir das Spiel mit. Mit Betonung auf wir. Ich habe nicht vor, dich da alleine reingehen zu lassen. Das ist lieb von euch. Ihr seid mir auch immer so eine große Hilfe. Na gut, was soll's. Fahren wir mit. Selbstverständlich, der Aufzug wird in Kürze erscheinen. Oh, ich hätte jetzt zu gerne mal den Aufzug gesehen. Nächster Halt Erdgeschoss. Hier befinden sich das Büro des Administrators, das Büro des Architekten und das Kapitol. Krass. Von hier unten wirkt die Stadt noch um einiges größer. So, wir müssen mal gucken. 1545 Jalme. Gucken wir nochmal ganz kurz die Karten an. Es ist auch noch die eine Windäderquelle. Das finde ich sehr gut. Und wir haben hier aber auch nochmal einen Ätheriten. Das ist auch perfekt. Da können wir schnell reisen und so weiter. Von hier sieht man erst, wie groß die Stadt wirklich, die Gebäude wirklich sind. Schwindelerregend. Was sagt die Stimme im Aufzug? Die Stadt heißt Amaroth? Seht mal da. Da ist jemand, aber der ist ja riesig. Uns hat er nicht bemerkt, wie es scheint. Riese oder nicht, er kann uns bestimmt eine Menge über diese Stadt erzählen. Ich werde mit ihm sprechen. Alfino, du kannst doch nicht einfach... Oh Mann. Creepy. Entschuldigt die Störung, aber dürfte ich euch wohl mit ein paar Fragen belästigen? Ist das eine creepy Stimme? Seltsam. Ich habe diese Sprache noch nie gehört, aber ich habe jedes Wort verstanden. Ja, und er versteht uns auch. Das ist also das Regierungsviertel?
Okay. Und kannst du uns sagen, wo wir Emmett Selch finden? Nein, danke, wir kommen schon zurecht. Ich weiß nicht, ob ich die gerade, also ob ich die mitsprechen soll oder nicht. Ich glaube, ich mache das. Gut, einen schönen Tag noch. Ich wüsste auch nicht, welche Stimme ich denen geben sollte. Was bei den Göttern habe ich da gerade erlebt? Für mich sah das aus, als wäre er aus purer magischer Energie. Vermutlich eine Schöpfung von Emmett Selch, genau wie der Rest der Stadt. Die letzten Tage, hat er gesagt. Was er uns beschrieb, klang wie die Apokalypse, von der Emmett Selch sprach. Bei den Planeten in seinen Grundfesten, die den Planeten in seinen Grundfesten erschütterte und die zur Beschwörung von Zodiac und schließlich auch von Heidelin selbst führte. Aber das ist doch alles vor langer Zeit passiert, oder nicht? Der Mann klang so, als würden die 14 hier und jetzt versuchen, die Apokalypse zu verhindern. Na klar. Für diese Leute ist die Apokalypse noch nicht geschehen. Wir leben die Vergangenheit nach. Ganz recht, Alfino. Die Stadt und ihre Bewohner sind ätherische Abbilder einer vergangenen Zeit. Emmett Selch hat die Tage vor der Apokalypse wieder aufleben lassen. Wir stehen inmitten seiner nostalgischen Vision. Ziemlich merkwürdige Angelegenheit, aber immerhin können wir mit diesen Trugbildern reden. Und sie scheinen sich an uns nicht zu stören. Im Gegenteil, der eine gerade war ja geradezu gesprächig. Wir sollten das nutzen. Ich schlage vor, wir hören uns ein bisschen um, sprechen mit ihnen und vielleicht finden wir sogar heraus, wo sich unser Dämonenfreund aufhält. Der Konvent der 14 ist unsere erste Spur. Und wer weiß, vielleicht sollten wir sie auch über die Apokalypse ausquetschen. Man weiß ja nie, wozu es gut sein kann. Also dann, wir treffen uns später hier wieder. Okay, das wird jetzt insgesamt gar nicht eine nicht sehr actionreiche Folge. Denn soweit ich mich richtig erinnere, gibt es hier nur ganz, ganz viel Blabla, wenig Gegner und viel Motorradreisen. Zumindest haben wir hier schon mal 3 Punkte, die wir abfahren können. Also wir kommen zumindest ein klein wenig... Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt entfernen wir uns davon, aber das macht nichts. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir schauen, dass wir die letzten Windätherquellen-Quests abgeschlossen bekommen, würde ich sagen. Ah, da. Ja, bitte? Oh, was für ein drolliger Gast sich heute im Palast der Räder eingefunden hat. Also nun, worüber möchtest du mit mir diskutieren? Wie bist du so groß geworden? Ah, der Konvent und ihr Plan, die Apokalypse abzuwenden. Das beschäftigt uns natürlich alle. Sollen wir mit den Mitgliedern des Konvents beginnen? Sie sind die weisesten und einflussreichsten unter uns. Sie sind die Hüter der Ordnung und treffen alle Entscheidungen, die unseren Planeten betreffen. Jeder der 14 Sitze wird von einem ausgewählten Denker belegt. Da gibt es zum Beispiel Lahabria, den Vorsitzenden, oder Lidibus, den Fürsprecher. Lokrif, Mitron, Emmett Selch, es ist Tradition, sie als Zeichen des Respekts mit ihren Titeln anzusprechen. Doch ein Gerücht macht die Runde, dass in Zusammenhang mit der drohenden Apokalypse einer der 14 seinen Sitz bald aufgibt.
Falls das wahr sein sollte, wäre das ein wirklich außergewöhnlicher Umstand, unerhört. Aber auch ein Zeugnis des immensen Drucks, unter dem der Konvent steht. Ich allerdings glaube daran, dass sie eine Lösung finden. Ich glaube daran. Plopp, und weg ist er. Dolle Geister. Ja, irgendwie besprechen diese Sachen. Apokalypse, Weltuntergang. Also es geht auf jeden Fall um den Riss, den Heidelin und Zodiac gerissen haben. Die Zersplitterung der Welten. Was anderes kommt natürlich an dieser Stelle gar nicht in Frage. Nein, nein. Armes Kind, wo sind deine Eltern? Du solltest nicht alleine sein in Zeiten wie diesen. Noch betrifft es nur die Lande jenseits des Meeres, aber man sagt, dass unser Planet im Griff fürchterlicher Naturgewalten sei. Man spricht vom Ende von unseren letzten Tagen. Es beginnt mit einer Kakophonie aus den Tiefen der Erde, heißt es. Das Getöse verwandelt alles Lebende und entreißt die Schöpfungsmagie aus unserer Kontrolle. Damit ist alles verloren. Furcht, Schmerz und Verzweiflung werden zum handfester Materie und suchen uns als apokalyptische Plagen heim. Feuer regnet vom Himmel, Lava quillt empor und albtraumhafte Kreaturen entsteigen den Schatten in nicht enden wollenden Schwärmen. All das geschieht von selbst, ohne steuernde Kraft, die man bekämpfen könnte. Es ist, als wäre der Planet selbst erkrankt und des Lebens müde. Nicht mehr lang und das zerstörerische Getöse erreicht auch Amaro. Geh und sei bei deinen Liebsten, mein Kind. Bleib bei ihnen, bis das Ende kommt. Bleib bei ihnen. Boah, ist das creepy. Vor allem, wie ruhig die dabei vorgeben zu sein. Eigentlich müsste hier voll Tumulte ausbrechen, Panik, Massenhysterie. Als ob man irgendetwas ändern könnte, wenn man dem Angesicht des Untergangs entgegenstrebt. Aber okay, die scheinen hier alle munter frei zu sein. Alles ist gut. Die freuen sich quasi. Machen quasi eine Corona-Party. Eine Audienz mit Emmett Selch? Ich fürchte, du bist an der falschen Adresse, mein Kind. Und dieser Tage ist es viel zu beschäftigt, um sich mit dem Nachwuchs zu beschäftigen. Man hat dir doch bestimmt von der Apokalypse erzählt, oder? Alles, worum sich der Konvent dieser Tage kümmern kann, ist die Rettung des Planeten. Die offizielle Bekanntmachung steht noch aus, aber die 14 werden bald einen Plan verkünden, ein wirklich gewaltiges Unterfangen. Der Planet soll seinen eigenen Willen erhalten. Um das gesamte Gestirn werden sie unsere Schöpfungszauber weben und ein alles umfassendes Bewusstsein schaffen. Die Naturgewalten haben uns in ihrem Griff, doch sie werden die Gesetze der Natur neu schreiben. Es muss geschehen, bevor die Apokalypse uns erreicht, und die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Deswegen sage ich dir, mach dir keine Hoffnung auf eine Audienz. Mach dir keine Hoffnung. Ich bin ein Geist und verschwinde einfach. Zum Glück explodieren sie nicht. Ich hätte jetzt zu gerne fliegen, weil dann müsste ich nicht den ganzen Weg wieder zurückfahren. Aber glücklicherweise sind wir hier ja schon relativ weit gekommen. Oh, guck mal, da bewegen sie sich. Ich finde diese Stimme von denen so creepy. So. Das ist irgendwie, weiß nicht, strange. Hallo, Alfino. Ich habe keinen Zweifel mehr. Wir befinden uns in einem Abbild der Vergangenheit. Es ist eine unglaublich komplexe Nachbildung. Allerdings will sich mir noch nicht erschließen, wozu MSC diese Abbildung des alten Amaro dienen soll. Und doch ist mir so, als hörte ich seine Worte durch die ganze Tiefe des Meeres hallen. Er will, dass wir sein Schicksal kennen. Was haben wir denn hier? Ja, nehmen wir wieder Schnelligkeit. Oh, Windätherquelle. Whee! Wenn die anderen wieder da sind, werden wir unsere Erkenntnisse teilen. Hoffentlich zeigt sich dann, was wir als nächstes zu tun haben.
Eigentlich war es allen das, war es bei allen das Gleiche. Die Amorotaner rechnen mit einer Katastrophe. Ihre Schöpfungsmagie ist außer Kontrolle geraten und der Konvent, zu dem NMSH gehört, bereitet eine drastische Gegenmaßnahme vor. Für die Amorota gibt es kein anderes Thema. So wird es damals auch gewesen sein. Uriange, hast du dir schon Gedanken zu den Schöpfungsmagie der Alten gemacht? Eine faszinierende Disziplin der Magie, kein Zweifel. Alles, was der Geist sich vorzustellen vermag, kann Wirklichkeit werden. Es braucht nur ein klares Konzept, um seinen Geist zu fokussieren. Ich komme nicht umhin, mich an die Beschwörungsriten der Prima erinnert zu fühlen, welche ebenfalls von den Ashians herrühren. Mit ihrer Hilfe werden Gestalten, Götter in Existenz gerufen, die bis dahin nur aus Mythen und Legenden bekannt waren. Zu dem Schluss bin ich auch gekommen. Vor der Zersplitterung des Planeten standen den Wohnern der Welt unglaubliche Mengen an Mana zur Verfügung. Egal wie viel Energie ihre magischen Rituale und Zaubersprüche auch erforderten, die Alten waren in der Lage, sie mit dem Äther zu speisen, der durch ihre eigenen Körper floss. Würden wir das Gleiche versuchen, wären unsere Energien schnell erschöpft und wir müssten sie von woanders beziehen, aus Kristallen oder dem Land selbst. In unseren Händen wurde eine Schöpfungsmagie also zu einem Werkzeug der Zerstörung. Eine interessante Theorie, in der MSH haben wir immer noch nicht gefunden. Oder sah es bei euch vielleicht anders aus? Nicht direkt, aber wir haben erfahren, dass der Konvent der 14 nahe des Kapitol zusammentritt. Wir waren da, aber ohne Besucherkarte wollte der Beamte uns nicht reinlassen. Wir haben im Büro des Administrators versucht, an so eine Karte ranzukommen, aber der Beamte da konnte uns nicht weiterhelfen, weil er unseren Namen nicht im Register gefunden hat. Ich wollte nicht noch mehr Zeit verschwenden, also haben wir es sein lassen und sind zurückgekommen. Aber vielleicht solltest du es mal versuchen. Die Stimme im Aufzug kannte schließlich deinen Namen. Wer weiß, vielleicht bist du ja registriert. Ein Versuch ist es wert, denke ich. Ich werde mich in der Zwischenzeit im Kapitol nach einem Seiteneingang umsehen, nur so zur Sicherheit. Ich werde dich begleiten und dir die nötige magische Rückendeckung geben. Ich würde mich gern weiter mit den Amorotanern unterhalten. Vielleicht wissen die ja, wie man Dufte vom Licht befreien kann. Würdest du mitkommen? Ich will nicht gern alleine gehen. Natürlich, Rine. Sag nur, wann es losgehen soll. Stola und ich werden uns weiter der Informationsbeschaffung widmen. Es gibt bestimmt noch mehr herauszufinden. Ich schlage vor, wir treffen uns diesmal vor dem Kapitol. Also dann, bis später. So, 1, 2, 3 Quests haben wir hier. Und ich glaube, das sind genau die, die wir noch brauchen. Ja, check. Eine haben wir schon angenommen. Dann wollen wir doch mal. Dann haben wir das gleich hinter uns. Und können ja dann auch bald fliegen. Das wäre super. Bla bla bla. Super, Nummer 1. Und das Geile ist, die führt uns genau zu der Stelle, an der wir die nächste bekommen. Finde ich herrlich. Sanfte Amaurotanerin. Was für ein Name. So, jetzt müssen wir da hoch. Das ist aber auch in Ordnung. Dann sprinten wir nochmal hier durch die Tür. Alter, das ne Tor ist das. So, auf die Art und Weise kommen wir hier relativ flott voran.
Die Windätherquellen baue ich auch alle noch in diese Quest ein. Wobei ich fast glaube, dass wir ruhig noch mehr in diese Quest bringen könnten. Oder die nächste Folge wird ein bisschen kürzer. Das müssen wir sehen. Ich weiß es noch nicht. Weil tatsächlich bin ich schon ganz schön weit vorne in der Story. Der sieht mich gar nicht. Der sieht nur meine Tieferpuppe. Der spricht mit meiner Tieferpuppe. Moment. Achso, ich muss öfter mit dem sprechen. Okay. Bis ich ihm so richtig auf den Keks gehe und der uns endlich gibt, was wir wollen. Yay. Okay, wobei gerade hier in Ammaurot ist es ein bisschen schade, dass ich eigentlich diese Quest nicht vorlese, weil wahrscheinlich gibt hier nochmal ein bisschen Background. Oder es ist einfach nur bla bla nebenbei. I don't care. An dieser Stelle, muss ich dazu sagen. Ja, die Tür hat... Die Person, die hier gerade am meisten arbeitet, ist diese Tür. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, zu, auf, zu. Was? Oh wei. Aber ihr seht schon, diese Wege sind bombastisch lang. Und es wäre mir kein Wunder, wenn hier hinten irgendwo dann die Windätherquelle ist, die wir suchen. Wie weit ist denn die noch? 1500. Erst 1500. Wenn ich jetzt nochmal gucke, sind schon fast 100 rum. Nee, die ist echt noch irgendwo hier hinten. Bäh, widerlich. Aber okay. Zumindest kommen wir den Windätherquellen immer näher. Ich kann ja versuchen, die Sachen... Naja, jetzt ist eh zu spät. Ich wollte sagen, versuchen die Sachen ein bisschen langsam zu klicken, damit ihr wenigstens auf Pause drücken könnt, um euch den Kram durchzulesen. Jetzt habt ihr aber schon eine ganze Quest verloren. Und eine Videosequenz und solche Sachen. Nee, das bringt jetzt leider echt nichts. Tut mir leid. Dafür kassiere ich sicherlich von euch irgendwelche Daumen nach unten. Und ich fange dann an zu weinen und sitze dann in der Dusche, während ich dusche und heule. Oh, jetzt kniet sich hin. Jetzt ist er immer noch nicht... Wir gehen gerade mal bis zum Knie. Krasser Dude. Ammaurotana. Hätte man nicht einfach Ammaurota nennen können oder so? Oder Aumaro? Das klingt doch schon viel besser. Die Aumaro. Da. Wie gesagt, das sind viele, viele Laberquests, die hier gerade laufen. Ich glaube, wir kriegen jetzt nur eine Quest, die ein bisschen Action liefert. Und dann war es das auch schon. Der Rest ist einfach nur von A nach B Gefahre. Darum nicht. Ich glaube, ich versuche das alles... Also die Windätherquellen-Quests auf jeden Fall, die kommen in diese Folge. So. Ah, es sind sogar zwei Quests, in die man kämpfen kann. Umso besser. Ich bin hier weg. Oh, geil. Guck mal. Puddings. Und. Bam. Na, das hat doch richtig gut gesessen hier.
kann ich ja richtig stolz auf mir sein. Und die zweite, ich glaube die zweite findet ihr der Quelle, die uns gehört. Yay, da ist der Ätherit, an dem kommen wir ja eh vorbei. Dann können wir den auch gleich unterwegs mitnehmen. Diese Musik, ne? Dieses idyllische. Wäre mir kein Wunder, wenn es das als auf dem kommenden Fanfest irgendwie so als Background-Musik gibt oder so. Einfach nur, weil der gute Ben nämlich unglaublich begabt ist, was das Klavierspielen angeht und ein unglaublich geiles Samstagabendkonzert liefert. Muss man dazu sagen. Generell, ich freue mich schon richtig aufs Fanfest. Mal gucken, wie es wird. Also ich fahre auf jeden Fall hin. Und das wird in London stattfinden. Und ich werde natürlich mit Freunden unterwegs sein und so weiter. Also es wird bombastisch, es wird großartig. Ich bin mal sehr gespannt, was Yoshida diesmal wieder für uns vorbereiten wird. Für geile Minigames und Spaß an der Freude. Und wie viele nette Leute man wieder kennenlernen wird. Es ist einfach nur herrlich. Definitiv. So, mal gucken. Okay, schwächen und einfangen. Weep. So, ist eingefangen. Jetzt geben wir ihm nochmal einen Tiefschlag. Außer Reichweite. Und schnapp. Ui. Gibt's ja nicht. Hat noch nicht gereicht mit dem Schwächen. Jetzt aber. Immer noch nicht. Abbruch. Jetzt habe ich dich aber. Yay! Und damit haben wir auch die Windäder-Quellen-Quests endlich fertig. Jetzt hoffe ich nur, dass er mir sagt, Südosten. Nordosten. Das würde ja bedeuten, dass wir hier hinten irgendwie eine verpasst haben. Ich gucke da gleich nochmal nach. Auch diese werden wir uns in dieser Folge holen. Diese Folge wird vollgestopft mit billigen, langweiligen Laber- und Wanderquests. So, Punkt aus Ende. Dafür kann ich euch versprechen, wird die nächste Folge bombastisch werden. Also bombastisch gut, definitiv. Und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf. So, dann einmal kurz zum Stadt-Ätheriten oder generell zum Ätheriten. Und dann bewegen wir uns hier hoch, weil scheinbar ist die letzte Windätherquelle irgendwo dort oben. Und das fuchst mich aber, das nervt mich richtig gerade. Und ich glaube, ich bin beim ersten Mal durchspielen auch schon auf die ganze Nummer hier reingefallen. Mal harmonisieren. Und dann geht es wieder hoch zu den Fischköppen. Oh, kann man hier unten irgendwo noch. Aber dann hätte man mir die eigentlich auch anzeigen müssen. I'm not sure. Das gibt's nicht. Warum wurde mir die nicht vernünftig angezeigt? 300x Jalme Richtung Osten. Das klingt doch so, als ob ich hier einfach hochfahren muss. Und dann hier durch die Tür oder so. Nee. Diese Tür war es nicht. Vielleicht ist hier auch gar keine Tür. Doch, guck mal hier. Das sieht doch so aus, als ob man hier irgendwo durchfahren könnte. Ö.
Okay, Verwirrung pur. Dann versuchen wir das hier mit dem äußeren Weg. Ach, wisst ihr, ich glaube, wenn ihr das Ganze hier schon so ausgehalten habt, dann bekommt ihr die Story-Quest auch noch in dieser Folge. Ach. Hier ist der Weg. Südosten. Eimer. Ich nähere mich. Okay. Irgendwie, ich würde mal sagen, hier in dem Perlenbeutel. So heißt das hässliche Ding hier. Ist die große Frage, wo? Nordosten? Ja, einer dieser kleinen Ausläufer wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich hier drin. Nein, Nordwesten. Ist der hier oben. Toll. Da. Yay! Die letzte Windätherquelle. Jubel! Na super. Ich hab sogar noch bejubelt. Ich werde noch angejubelt. Das ist so schön. Okay, Kinders. Dann wollen wir mal gucken, was die Guten hier von uns wollen. Achso, nee, wir müssen hier Büro des Administrators. Das müssen wir. Also dann. Beamter im Büro des Administrators. Du möchtest das Kapitol besuchen? Ja, da kann ich dir weiterhelfen. Sag mir doch einmal deinen vollständigen Namen, bitte. Dufte Tiberius Mietze. Dufte Mietze, ich sehe einfach mal nach. Einen Augenblick, bitte. Ach. Okay. Die gibt's wohl. Dann müssen wir halt eben warten. Dufte Mietze, dein Antrag ist bearbeitet. Oh, das ging ja doch ziemlich flott. Beamte. Emmet Sech hat die Eintragung ins Register persönlich vorgenommen. Somit sind hier keine weiteren Formalitäten nötig. Bitte nimm dieses Dokument und bringe es ins Büro des Sekretärs. Verlier es nicht, denn der Beamte dort wird dir damit eine Besucherkarte ausstellen. Okay. Und ach, ist das herrlich. Die letzte Windätherquellen-Quest ist auch schon... Die wir gerade machen, die Main Quest. Und tatsächlich muss ich gestehen, mir hat, also als das erste Mal hier nach Tempest gekommen bin mit meinem Main, habe ich so gedacht, so, oh, Leute, ihr habt so eine geile Fahrt aufgenommen und jetzt macht ihr hier so ein, oh, so einen kleinen Cliffhanger hier rein oder so eine kleine Downphase. Aber tatsächlich, bis auf diese Geschichte hier oben, fand ich diesen Bereich hier doch ziemlich überraschend und gut. Und ja, generell bin ich unglaublich von diesem Addon nach wie vor begeistert. Das mit Abstand beste Addon, was die Square Enix bisher geleistet hat. Oh, da muss ich rein. Komme ich hier einfach so, yay, Abkürzung. Brumm. Wie oft passiert schon, dass hier irgendjemand mit dem Motorrad reinfährt? Nächster bitte. Ich habe hier den Passierschein A38. Ah ne, den hatten wir woanders. Willst du das Kapitol besichtigen? Bitte nimm Platz und warte. Ich werde dich aufrufen, sobald dein Antrag bearbeitet ist. Na gut. Dann setzen wir uns hier mal hin. Und warten ein wenig.
Ist hier noch frei?
Jui. Okay. Ziemlich viel Information. Bitte sehr, deine Besucherkarte. Zeige sie am Eingang zum Kapitol vor und man wird dich einlassen. Einen schönen Tag noch. Ja. Das ist interessant. Wir waren mal eins. Ja, gut, okay. Man muss dazu sagen, ne? Diese Zersplitterung bedeutet halt eben nicht, dass die Welten räumlich getrennt wurden, sondern die wurden halt eben dimensional quasi getrennt. Deswegen ist es halt eben auch so eine Schwierigkeit zwischen der ersten, ersten Splitterwelt und dem Ursprung hin und her zu reisen. Und ja, so kann man sich das vorstellen. Deswegen ist es ein Irrglaube zu sagen, dass es eine räumliche Trennung wäre und deswegen kann man das so sagen, der ursprüngliche Geist einer Person ist in 14 Teile aufgespalten und jetzt halt eben quasi kollabiert, beziehungsweise siebenmal schon kollabiert. Das heißt, es fliegen irgendwie noch sieben Persönlichkeiten durch die Gegend, die vom Äther her ziemlich gleich sind. Deswegen ist halt eben so diese Überlegung, die ich mir an dieser Stelle gestellt habe. So, kann es sein, dass hier halt eben alles Ashians sind, dass man selber sozusagen direkt einer von den Ashians ist, der nicht so aus den zufälligen Völkern oder so entstanden ist? Man weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist schwer zu erklären, aber die Idee ist schon ziemlich nicht schlecht. Na gut, Tankred, da bist du ja endlich. Wir wollten schon einen Suchtrupp losschicken. Hast du in den Mühlen der Verwaltung etwas erreicht? Ja, wir haben eine Besucherkarte. Und sobald wir da reingehen, werde ich auch ruhig sein. Und wir sehen uns dann erst in der nächsten Folge. Denn das wird ein ziemlich langer Cutscene, wenn mich nicht alles täuscht. Ausgezeichnet. Genau was wir brauchen. Orangé und ich haben das Kapitol aus Baldowert. Und unsere Chancen, ohne Besucherkarte da reinzuschleichen, sehen ziemlich mies aus. Bewaffnete Wachen fanden wir keine. Dafür gab es in ihrer Zeit wohl keinen Anlass. Aber die Fenster und Türen sind alle gut verschlossen. Keinen Ilm ließen sie sich bewegen, weder mit bloßer Muskelkraft noch mit arkanen Mitteln. Ob er mich selbst sie so erschaffen hat, kann ich nicht sagen, aber es ist eine Möglichkeit. Ein, zwei Tricks hätte ich gern noch ausprobiert, aber dann haben wir uns doch entschieden, nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen zu wollen. Rina und ich haben versucht, eine Heilung für dich zu finden. Aber es ist unmöglich, mit den Amorotanern darüber zu sprechen. Sie leben nur in diesem einen Tag. Sie erzählen gerne von ihrer Gegenwart, aber als ich ihnen Situationen beschrieben habe, konnten sie nicht folgen. Hast du deinen Behördengang irgendwas Neues erfahren dürfte? Ja, komischer Dude. Ein gewaltiges Opfer in Austausch für die Wiederauferstehung ihrer Brüder. Das ist es, worauf alle Pläne der Ashians hinauslaufen? Darum ging es also die ganze Zeit. Und wenn das immer noch der Plan ist, dann werden sie bei der Vereinigung der Welt nicht Halt machen. Richtig. Wir dachten, ihre Absichten zu kennen, die ursprüngliche Gestalt des Planeten wiederherzustellen, damit Zodiac seine Kraft zurückerhält und als Wille des Planeten herrschen kann. Aber das ist nur Teil ihres Plans. Ich möchte es kaum aussprechen, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Ashians nach der letzten Vereinigung vorhaben, Zodiac das Leben des Ursprungs zu opfern. Ja. Das halte ich für wahrscheinlich. Vielleicht würden sie die verschonen, die ihnen geholfen haben, aber es würde das Ende unserer gesamten Geschichte bedeuten. Dieser Plan muss mit allen Mitteln verhindert werden. Ganz meiner Meinung, Bruder Herz, nicht auszudenken, wozu die Ashians fähig wären, wenn sie wie der Kristallexarch durch die Zeit reisen könnten. Auf diese Fähigkeit hat das Emissär schließlich abgesehen.
Wir müssen ihn finden, Dufte. Und wenn wir ihn haben, werden wir für die Zukunft und die Vergangenheit Eoseas kämpfen. Geh mit dem festen Schritt einer Unbesiegten. Kämpfe mit dem Herz der Unbezwingbaren und sende ein Zeichen deiner Unbeugsamkeit an alle, die vor dir waren und alle, die nach dir kommen. An einen jeden, der dir je begegnet ist. Zerre so fest an den Zügeln der Geschichte, dass sogar mein anderes Ich, das irgendwann im Blutbad einer achten Katastrophe ihren letzten Atemzug tut, es spürt und mit ihrem letzten Lächeln sagen kann: Ich wusste, dass du es schaffst. Gibt es denn wirklich keinen anderen Ausweg, als gegen ihn zu kämpfen? Es wird bestimmt nicht leicht werden. Er hat die Kraft, eine ganze Stadt zu erschaffen. Eine riesige Stadt. Und du? Wenn du dich zu sehr anstrengst, wird das Licht aus dir herausbrechen und dann... Du musst dich selbst entscheiden, ob du weitermachst oder nicht. So wie wir es alle für uns entscheiden müssen. Das ist mir sowas von Lachs. Natürlich. Ach komm, Schnelligkeit her damit. Natürlich gibt es für uns nur einen Weg und der lautet geradeaus. Woo! Tempest Wind Ether gebündelt. Na denn, auf zur Quest Shadowbringer. Erinnerst du dich noch an das Gespräch auf dem Turm von Mordzog? Meine Einstellung hat sich seitdem nicht geändert. Ich werde dich nicht alleine lassen. Und du wirst mich nicht alleine lassen und zusammen werden wir diesen Kampf entscheiden. Es gibt immer etwas, das einem Hoffnung macht. Man muss nur hinsehen. Für mich war es zu sehen, wie du immer und immer wieder das falsche Licht vom Himmel gerissen hast. Wenn wir uns Schritt für Schritt vorkämpfen, werden wir einen Weg finden, dich zu retten. Egal wie lange es dauert, egal wie sehr es schmerzt, ich werde bei dir sein. Müssen wir jetzt jeden einzelnen... Boy. Jetzt müssen wir jedem einzelnen ansprechen, wie sentimental. Vosfrey sagte, dass unser Kampf für das Gute nie aufhören wird. Es sei ein ewiger Krieg. Wahrscheinlich würde er sein gemeinstes Lachen zum Besten geben, wenn er sehe, wie die Welt jetzt aussieht. Oder dich. Aber er würde leugnen... aber er würde... Ja. Brain Freeze. Aber würde er leugnen können, wie sehr deine Taten die Herzen der Bewohner dieser Welt verändert haben? Du hast es erreicht, was mir mit einer Logik oder meinem Ideal nicht gelungen ist, sie unter dem Banner der Hoffnung und des allgemeinen Wohls zu vereinen. Der Riesentalos war der Beweis. Ich habe schon viele solcher Wunder an deiner Seite erlebt und werde es auch wieder erleben. Der nächste Kampf ist nur ein weiteres Hindernis auf einer langen Straße. Ich will es mit dir zusammen überwinden und gemeinsam unsere Reise fortsetzen. Ja, es ist eine gefährliche Reise, aber sie birgt Belohnungen, die man nicht in den Schatzkammern der Reichen findet, sondern nur in alten, verstorbenen Geschichtsbüchern. Wenn wir MSC für alle Zeiten besiegen wollen, müssen wir eine Seele binden und mit großer Kraft 1000 und eine Scherbe zerschlagen. Zu diesem Zweck habe ich in Ilmec einen weißen Auraziten hergestellt. Es war mir klar, dass wir ihn irgendwann gebrauchen würden, aber auch der Kristallexarch bat mich darum. Die trostlose Zukunft, aus der er kommt, ist den Machenschaften der Ashians zum Opfer gefallen. Er ist entschlossen, alles zu tun, damit diese Zukunft für uns nie Wirklichkeit wird. In MSC's Zerstörung gipfeln alle seine Anstrengungen. Sie ist die Belohnung für alles, was er in den letzten Jahrzehnten ertragen musste. Doch vergiss nicht seinen größten Wunsch. Jetzt, da du dich in die Höhle des Ashians begibst, dass du dieses Kapitel überlebst. Es ist auch mein größter Wunsch, weswegen ich dich begleiten werde. Holadrio!
Im Ursprung haben wir ja schon so manches gemeistert, aber die erste Splitterwelt hat uns wieder und wieder mit harten Prüfungen getestet. Und trotzdem hast du es mir ermöglicht, dabei immer meine Prinzipien zu verteidigen, damals im Wald und auch auf unserer Reise danach. Ich möchte den Gefallen gern erwidern. Handle so, wie du es für richtig hältst. Du sollst auf das alles ohne Reue zurückblicken können. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Die Stimmung war schon mal besser. Und wir wissen nicht einmal, ob nach der nächsten Prüfung wirklich alles vorbei ist. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ganz ehrlich zu sagen, was man denkt. Wie damals in Amareng. Für mich heißt das, dass ich mich bei dir bedanken möchte. Indem du mich in diese Schlamassel reingezogen hast, hast du mir die Gelegenheit gegeben, mal richtig mit meinen Gefühlen aufzuräumen. Die Begegnung mit Rina hat mein Leben verändert. Und das schulde ich auch dir. Danke, Dufte. Jetzt ist aber genug geredet. Egal wie du dich da drinnen entscheidest, ich halte dir mit einer Erde den Rücken frei. Als Minfilia mir ihre Kraft gab, warnte sie mich, dass sie mich nicht vor allem schützen kann. Nicht vor der Verzweiflung oder dem Gefühl, zu schwach zu sein. Es stimmt, als du auf dem Gulk zusammenbrachst und ich verzweifelt versuchte, das Licht einzudämmen, zitterten meine Hände. Vor Anstrengung, aber auch vor Angst, nicht gut genug zu sein. Ich wünschte, ich könnte einfach mit den Fingern schnippen und das ganze Licht aus dir wegzaubern, dann wärst du gerettet. Du, Tancred, alle waren immer für mich da. Minfilia hat mir ein neues Leben geschenkt, ihr ganzes Vermächtnis. Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt will ich auch mal jemandem helfen, dir aber. Ich weiß nicht wie. Sie sagte, ich soll deinem Beispiel folgen. Ich versuche das auch. Ich versuche es, aber. Du brauchst mich nicht zu retten, I'm the fucking Warrior of Darkness! Lass deinen Kopf nicht hängen. Wie schaffst du das nur? Kann ich euch erzählen? Ich trage Platte, ich kann mit dem Kopf durch die Wand. Sei nicht traurig, Rina. Ein trauriges Gesicht steht einer Heldin einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich das... Ach, schon gut. Ich werde es schon selbst verstehen, wenn ich es versuche. Heute gehe ich an deiner Seite, Dufte. Ich spüre ganz tief in meinem Herzen, dass ich es so will. Na denn? Wir erwarten eine Audienz mit Le Selch. Aber vorher fliege ich hier mit meinem Motorrad. Wer mag das nicht? Motorradfliegen. Motorradfliegen ist was Tolles. Ist das Schönste auf der Welt. Es macht Spaß. Also dann. Willkommen im Kapitol. Besucher werden aufgefordert, ihre Besucherkarten vorzuzeigen. Ich glaube, es wird Zeit. Vielen Dank. Du kannst hineingehen. Aber wir bitten alle Besucher darauf zu achten, dass sich ihre Begleiter nicht zu weit von ihnen entfernen. Hörst du? Ich dachte, die Besuchszeiten wären für heute vorüber. Immet Selch. Hatte ich mich missverständlich ausgedrückt? Meine Einladung galt eigentlich nur einem Ungeheuer,
prall gefüllt mit der Kraft, die diese Welt in den Untergang reißt. Nicht dieses halbfertige Etwas. Was soll ich bloß mit dir anfangen? Und warum hast du schon wieder diese Tölpel mitgebracht? Fühlst du dich einsam ohne sie? Bist du es nicht, der sich einsam fühlt? Die Stadt alleine reicht dir nicht. Du musst auch noch diejenigen zurückbringen, die Zodiac geopfert wurden. Es stimmt, ich habe mich hier und da in gewissen Einzelheiten verloren. Verleitet von der Nostalgie, keine Frage. Aber die wirkliche Absicht hast du messerscharf auf den Punkt gebracht. Sobald alle Welten wieder miteinander vereint sind, wird Zodiac seine ursprüngliche Kraft zurückerhalten und seine Fesseln zerschmettern. Dann werden wir die gesamte Bevölkerung der Ursprungswelt als Opfer darbieten, um unsere Brüder zurückzubringen, die ihr Leben Zodiac schenkten. Und ihr? Warum seid ihr nochmal hier? Ach ja, ein letzter, vernunftgetriebener Versuch also, bevor du deinen Verstand verlierst. Wie überaus heldenhaft und so sinnlos. In jedem Zeitalter meint irgendjemand, die Pläne der bösen Ashians durchkreuzen zu müssen. Sie alle glauben, die Weisheit gepachtet zu haben. Sie kennen nichts als ihre eigene, selbstgefällige Gerechtigkeit. Diese Gesichter. Ihr versteht ja wirklich gar nichts. Ihr haltet euer Schicksal für ungerecht? Ihr findet es nicht richtig, dass ihr als Opfer herhalten sollt? Seht mich an. Ich habe Tausende und Abertausende eurer Leben gelebt. Ich habe das Brot mit euch geteilt, mit euch gekämpft, habe Krankheiten erlitten. Und das Alter erfahren. Ich habe Kinder gezeugt. Und selbst den Tod habe ich durchlebt. Wieder und wieder habe ich euch beobachtet, geprüft, bewertet. Aber es gab nur einen Schluss. Ihr seid zu einfältig und zu schwach, um den Planeten zu beschützen. Ihr müsst es doch selbst gemerkt haben, in eurem Kampf gegen Warthree und seine Sünden vor Tilga. Euer Unvermögen, euer Hochmut, sie führen zu nichts als Elend und noch mehr Elend. Wie lange muss ich das noch ertragen? Wie oft wollt ihr mich noch mit euren lächerlichen Auftritten belästigen? Angenommen, euren Völkern drohte eine echte Apokalypse. Würde sich jemals die eine Hälfte von euch für die andere opfern? Niemals würde sie das. Und hättet ihr gesehen, was ich sah, würdet ihr nicht das Gegenteil behaupten? Ihr könnt unmöglich unser Vermächtnis antreten. Ich werde unsere Brüder, unsere Freunde und unsere Geliebten wieder zurückbringen. Denn die Welt gehört uns und nur uns allein. Emmet Selch! Wir sind nicht so verschieden, auch wenn du es nicht wahrhaben möchtest. Du stellst dich hinter diejenigen, die dir lieb und teuer sind,
genau wie wir. Nur, dass die unseren hier sind, in der Gegenwart. Eines Tages werden wir zu Staub zerfallen sein. Aber der Tag ist noch nicht gekommen. Unsere Zeit ist noch nicht vorbei. Deshalb verspreche ich dir, dass wir unseren Kampf nicht aufgeben werden. Du glaubst, dass wir uns ähnlich sind? Du stellst deinesgleichen neben meine vollkommenen Brüder? Dann beweis es mir doch. Beweist mir, dass ihr dieses Sterns würdig seid. Stellt euch der Apokalypse, die unsere Ära der Blüte in ein Dasein der Rachsucht stürzte. Sie wird ein treffliches Bühnenbild für eure allerletzte Bewährungsprobe sein. Ich warte auf euch, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Wer weiß, wie lange unser Ehrengast noch durchhält.